So, ihr hübschen Menschen da draußen, herzlich willkommen zu der vierten Folge zu Frostpunk. Ja, herzlich willkommen, es ist wieder der schöne Montag und auch hier nochmal erwähnt, es wird am nächsten Mittwoch und am Freitag natürlich dann die weiteren Folgen geben und ich werde erstmal so in diesen Intervallen auch weiter arbeiten. Das passt mir ganz gut, damit komme ich ganz gut zurecht und deswegen wird das erstmal so weitergeführt. So, wir bauen weiter Häuser, wir bauen weiter Sammelstellen in der Nähe der Zentren, damit wir so langsam mal in die richtige Richtung gehen. Wir haben minus 30 Grad, das ist alles noch in Ordnung. Wir brauchen dringendst Krankenhäuser. Wir haben aber noch gar keine, weil wir momentan so viel gebaut haben. Sprich, wir brauchen ganz dringend Holz und das so schnell wie möglich. Und das unter allen Umständen. So, wo haben wir denn hier noch überhaupt Holz? Hier haben wir auch noch ein bisschen Holz. Da ballern wir erstmal die Leute rein, denn genau das ist erstmal das, was wir brauchen. Wie sind denn die Sammelstellen generell aus? Sind die denn gut gekühlt? Ne, die ist ja noch im Bau. Da kann ich das jetzt nicht wirklich herleiten. Wo haben wir denn jetzt hier eine? War hier nicht eine? Selbst mit Heizung? Naja gut, okay, dann ist das okay. Dann ist das okay. Naja, gut, okay, dann passt das ja. So, 47 Hungrige. Die Kranken nehmen nicht wirklich ab. Was wir aber machen müssen... Ah, das ist so doof, dass wir das alles noch nicht so zentral haben. Wir müssen boosten, wie bescheuert, damit wir hier unsere Kranken mal etwas geregelter kriegen. Und ich weiß, das kostet Unmengen an Nahrung. Aber wir müssen es investieren. Wir müssen es investieren. Ob wir wollen oder nicht. Achso, das war die Forschung. Ich hirsch. So, haben wir noch was? Da hinten haben wir noch eins. Auch boosten. So, das sind jetzt schon mal ordentlich Nahrungsvorräte, die wir jetzt verausgabt haben. Und das Krankenhaus haben wir noch gar nicht gebaut, weil wir einen guten Platz dafür brauchen. Und diesen guten Platz würde ich eigentlich hier tendieren, in diese Richtung. Aber dafür brauchen wir erstmal Holz. Holz haben wir momentan nicht. Von da aus müssen wir da erstmal... Ja, so erstmal klarkommen. Hier haben wir wieder einen Lagerplatz. Ich weiß gar nicht wofür. Ich glaube, für Kohle machen wir das mal. Weil Holz und alles andere ist momentan erstmal niedrig angesiedelt. Von da aus machen wir das erstmal so. So, hier ist eine Sammelstelle. Da knötern wir natürlich erstmal die Leute rein. Damit wir dann auch am nächsten Tag genügend haben. Auch hier hätten wir wieder... Warte mal, Moment. Vielleicht ziehe ich jetzt die hier ab und sage, dass die hier rein sollen. Das ist erstmal besser, würde ich behaupten. Metall haben wir momentan genug. Wir ziehen die mal ab. Oder ziehen wir die ab? Es ist nicht mehr viel Metall, wohl bemerkt. Ah, es waren Kinder. Gesetzbuch haben wir wieder was. Wir gucken mal ganz kurz an der Anpassung. Ja, Pflegeheim und Prothästhetik, die Triage, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Neues Gebäude, Pflegeheime, die Schwerstkranken werden im Pflegeheim am Leben gehalten und belasten nicht mehr die Sanitätsstation. Die Dorfbewohner pflegen Essen und nur die Hälfte, die Hoffnung steigt leicht an. Es muss ein Pflegeheim gebaut werden. Das machen wir sogar. Wir haben jetzt natürlich nur eine gewisse Zeit. Aber das Pflegeheim müssen wir bauen. Ich glaube, darum kommen wir nicht herum, wie man so schön sagt. Denn die belasten wortwörtlich unsere Krankenstation. Und davon brauchen wir ja dann auch eine gewisse Menge, wohlbemerkt. Also wir kommen... Puh, wir haben echt Schwierigkeiten. Wir müssen Pflegeheime und Krankenhäuser als nächstes ein bisschen priorisieren, müssen aber weiterhin natürlich... nebenbei irgendwie noch alles andere hier hinkriegen. Wie schon gesagt, Nahrung ist ein Kriterium hier. Was ist das? Das ist die Kohlemine. Die müssen wir in Betrieb nehmen. Die müssen wir in Betrieb nehmen. Jetzt ist jemand gestorben.
Ich weiß auch warum. Ja, das ist natürlich echt ärgerlich. Wir haben hier zwei Sammelstellen, by the way. Nicht unbedingt clever von mir, aber ich habe es gemacht wegen der Sache hier. Ja, die Kohlemine, die müssen wir eigentlich besetzen. Die müssen wir eigentlich besetzen. Ich lasse das mal raus, weil es wird eh hier gesammelt. Hier ist auch nichts drin. Hier Kinder raus. Haben wir denn sonst noch irgendwie Arbeitskräfte? Ja, hier bei den ganzen Schrottgedöns. Auch wieder die Kinder natürlich. Ich würde gerade mal ganz kurz gucken, wo ich dann keine Kinder drin habe. Wo sehe ich denn das? Ach, da dran. Kinder, Kinder, Kinder. Überall Kinder, 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 Arbeiter. Wieder ein Einwohner gestorben. Uiuiui, das fällt uns gerade so ein bisschen auf den Kopf. Und ich kann dagegen erstmal nichts tun. Sad. Übelst sad. Da müssen wir überlegen. Das geht auf lange Sicht nicht gut hier. Ich meine, wir haben zwar viele Leute, ja, das ist eine Geschichte, aber wir müssen vielleicht erstmal die Pflegeheime vielleicht doch erst bauen. Oh, ist das mies. Das ist richtig mies, Leute. Es tut richtig weh im Herzen, wenn ich das so sehe und höre die ganze Zeit. Und wie wir sehen, fallen dann hier auch immer mehr Leute raus. Aber hier brauchen wir sie im weitesten Sinne, weil, ja, Bäume halt, ne? Wie schon gesagt, wir brauchen Holz momentan on top, um überhaupt am Laufen zu bleiben. Wir spulen mal ein bisschen vor. Der Speer ist angekommen. Ein besonderer Ort, wir können ihn als Wegpunkt nutzen, alles klar. Dankeschön. Macht weiter so. Ja, komm. Rein da. So, wir kriegen Holz. Das Pflegeheim braucht 25 Holz. Das heißt, das bauen wir dann auch erstmal irgendwo hier hin. Ich weiß es noch nicht so ganz genau, wo wir es stationieren wollen. Aber es wird so auch in diese Richtung sein, wo auch geheizt wird, weil ich glaube mal... Ich muss erstmal gucken, wie groß das überhaupt ist. So, jetzt haben wir schon mal genug Holz. Pflegeheim. Ist ein großer Bereich, wenn wir das uns mal hier anschauen. Das ist ein großer Bereich. Wer hat diese Straßen gebaut? Da kriege ich das kalte Kotzen. Entschuldigung. Entschuldigung, wenn ich das so immer ausdrücke, aber das geht ja mal gar nicht. Pause, bitte. So, wie machen wir das denn jetzt? Wie passt da nochmal ein Krankenhaus? Passt das so gerade rein? Ja, aber auch nur so halbwegs. Guck mal. Das heißt, ich baue jetzt hier erstmal ein Krankenhaus rein, weil wir es haben wollen. Das Holz kriegen wir eh noch voll. Das heißt, dieser zweite Weg, den wir da haben, diesen hier, den machen wir weg. Auch dieser doppelte Dreifachweg. Junge, 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 Junge. What the heck? Wer das gebaut hat, der hat gesoffen, ne? Oder steht auf... Auch da, hier, doppelt gemoppelt, dreifach. Uff, das tut richtig weh. Das anzugucken. Und hier lassen wir mal das breite... Wo haben wir das jetzt gebaut? Wo habe ich das gesagt? Hier? Da bauen wir es gerade, ne? Ja. Das heißt... Ja, wir lassen es mal kurz laufen. 26, das heißt, wir hätten wieder Geld für ein Pflegeheim. Ich wollte mal ganz kurz gucken, ob das da auch zwischenpasst. Passt. Machen wir. Ein Pflegeheim und ein Krankenhaus. Stallruine erschöpft, Stallruine erschöpft. Das heißt, wir haben auch wieder mehr Arbeitskräfte irgendwo. Jedenfalls da, wo die Kinder am Start sind. Kohle lagern wir super gut ein momentan. Das gefällt mir. Ereignis. Stimmen in den Ruinen. Sir, einige unserer Leute hat gerade Stimmen aus den Ruinen gehört. Es ist ein Wunder, nach so langer Zeit Überlebende zu finden. Wir müssen uns beeilen, bis dass wir sie nicht verlieren. Wird das denn schon abgebaut? Nein, natürlich nicht. Gut, Kinder, viel Spaß beim Arbeiten. Ich nehme erstmal die Kinder, so leid es mir tut. So, Kohle fördern wir ja jetzt schon. Die Sammelstellen sind soweit alle gefüllt. Wir haben viele neue Plätze freigeschaltet. Das ist schon mal alles sehr gut.
Trotzdem macht mir diese Zahl hier extrem große Sorgen. Vor allem, weil das Pflegeheim auch sonst 20. Wir müssen davon eigentlich 3 Stück bauen, wenn ich das richtig gesehen habe. Passen hier 2 Stück hin? Oder ist das wieder... Ich baue sie rein, Leute. Ich muss draus vorbereiten. Ansonsten haben wir hier keine Chance. Okay, das heißt, wir haben jetzt 3 Pflegeheime, die erstmal funktionuckeln. Das heißt, die ganzen Kranken, die nur krank sind und jetzt hoffentlich nicht bald wegnippeln, die haben wir dann am Heilen. Des Weiteren forschen wir ja, dass die Krankenhäuser weniger Personal brauchen, aber dafür braucht man natürlich Dampfkerne. Das dürfen wir nicht vergessen. Nichtsdestotrotz ist das schon mal gut und wir müssen uns weiter überlegen, dass wir... Wo haben wir das denn? Wo waren das mit den Sammelstellen? Wärmedämmung müssen wir auf lange Sicht auch machen, denn das wird zu kalt sonst. Aber es ist natürlich auch die andere Frage wieder, inwiefern reicht es denn aus? Das müssen wir jetzt mal in der nächsten Zeit schauen. Auf jeden Fall haben wir viele Stahlruinen, die wir jetzt frei haben. Das heißt, wir haben auch wiederum mehr Platz. Das ist schon mal alles sehr, sehr, sehr schön. Und wir müssen auch weiter anfangen, unsere Häuser hier zu bauen, um überhaupt hier die ganzen Zelte mal abzureißen. Wie viel Platz haben wir denn überhaupt gebäudetechnisch gerade? Wir haben 85 freie Betten. Das ist schon mal gut, denn das bedeutet für mich, dass ich hier nochmal anfangen werde. Zwei zu bauen, um zwei abzureißen. Haben wir denn irgendwelche Häuser, die wirklich miserabel sind? Also, kann man das nicht auch angucken? Moment, das können wir doch uns anschauen. Hier haben wir doch die Liste. Das heißt, wir haben ja auch Zelte, die richtig kalt sind. Hier, die sind kühl. Raus mit euch. Ihr müsst woanders hin. Das ist eine hölzerne Ruine. Das ist auch ein Zelt. Ihr müsst raus. Und wir haben ja noch mehr Betten gesehen. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt mal genau das, was... Das ist eh kaputt. Das müssen wir abreißen. Da ist eh keiner mehr drin. Machen wir auch mal weg. Wir haben ja noch 2... Wir müssen noch mal Kohle machen, weil wir haben zu viel des Guten. Und natürlich noch mal Nahrung, dass wir auch mehr lagern können. Das ist schon mal gut. Hier machen wir wieder jemanden rein, damit die auch maximal arbeiten. Okay. Ich fühle mich so halbwegs okay mit der Angelegenheit, wie sie gerade ist. Die Forschung geht durch. Das heißt, das Krankenhaus wird dann auch weniger. So, das Versprechen haben wir eingehalten. Es ist erträglich. Wir lassen es erstmal erträglich, oder? Müssen wir geizen? Müssen wir gerade nicht. Rein damit. Heizung rein. Müssen wir die Heizung reinmachen? Nee, erstmal nicht. Aber die müssen auf jeden Fall fertig werden. So, also eigentlich läuft es momentan ganz gut. Wir verhindern gerade, dass wir die schwerstkranken Amputierten jetzt in unseren Krankenstationen haben. Das heißt, alles, was krank ist, sollte jetzt mehr oder weniger geheilt werden. Hoffentlich bald. Die Forschung ist durch. Jetzt lasst mich nochmal ganz kurz überlegen. Wir brauchen dringendst Holz. Da haben wir schon den Dampfmauerbohrer. Den sollten wir in der Nacht bauen, damit wir tagsüber noch weiter produzieren. Das ist alles okay. Dampfsägewerk bringt uns erstmal nichts. Sammelstellen, ja. Rohstoffdepotaufwertung, ja. Verbesserter Heizkörper, ja. Mehr Speer, ja. Machen wir mal. Speisehaushelfer. Sir, eine Gruppe von Amputierten möchte sie sehen. Sie wollen im Speisehaus helfen. Sie wollen nicht den ganzen Tag auf unseren Hintern sitzen, um damit zufrieden zu sein. Gibt ihnen, was sie brauchen. Das können wir uns nicht leisten. Warum kann ich das nicht? Ich kann es nicht machen. Das
Das finde ich gerade ein bisschen schade, weil mir was fehlt wahrscheinlich. Shit. Mir fehlt ein Gesetz wahrscheinlich, dass die noch irgendwie arbeiten denn können oder was. I don't know. So, die schaffen wir hier wahrscheinlich nicht schnell rechtzeitig weg oder so. Hier haben wir ja eine Sammelstelle, aber die sammelt ja alles ein. Gut. So, das wird abgerissen. Wir haben immer noch Häuser, die definitiv nicht besetzt sind, wohl bemerkt. Wir haben immer noch freie Betten 66. Das ist schon mal eine ganze Menge. Auch das Zelt, raus, weg damit. Das Zelt, weg damit. Das sind hölzerne Ruinen, das sind hölzerne Ruinen. Das ist eine Baracke, da lebt sich das relativ konform. Jemand ist gestorben. Das ist eine Sammelstelle. Ich sag ja, mein Kopf ist nur am Rattern hier in dem Spiel. Und guck mal, was wir hier noch für, wie viele Zelte wir hier noch haben. Da wohnt aber keiner mehr. Raus. So kriegen wir aber natürlich jetzt auch dementsprechend viel Holz, by the way. Das heißt, wir müssen weiter Häuser bauen. Darum kommen wir jetzt erstmal nicht drum herum. Drei Stück. Das kostet ja auch wieder alles Stahl und hast du nicht gesehen. So, das Krankenhaus läuft und arbeitet nur mit 5. Das ist perfekt. Die neuen Pflegeheime. Wir müssen nicht geizen. Rein damit. Das wird auch alles gebaut. Perfekt. Stallruine erschöpft. Perfekt. Das ist auch bald weg. Der nächste ist gestorben. Eieieiei. Aber die Zahl geht runter, wie ihr seht. Das ist ja schon mal was. So, 3 neue Gebäude. Wir reißen eine ganze Menge ab. Das heißt, wir kriegen wieder auch sehr viel. Das heißt, lasst mich kurz überlegen. Warum ist das hier zu? Weil wir zu viel Nahrung haben. Denn ist ja okay. Dagegen habe ich nichts. Das kann gerne so sein, wie es ist. Das reißen wir ab. Das passiert, das läuft. Ich mag dieses Geräusch nicht. Die Leute kratzen hier ab. Leco mio, ey. Abreißen. Abreißen. Zieht um, Leute. Ihr sollt umziehen. Ich habe ja noch ein paar freie Betten. Jetzt sogar 82. Guckt euch das an. Zelt. Das nächste. Aus. Aus die Maus. Freie Schläger durch Feuer und Unruhen. Sir, wir haben mehrere Schläger aus den Ruinen gezogen, die dem vorigen Anführer gedient haben. Sir, wir haben... Ja, warte mal. Wachhausen versteckt und wurden dann durch die gelegte Feuer verschüttet. Was sollen wir mit ihnen tun? Verbannt sie. Die Unzufriedenheit sinkt. Plus 4 hungrige Arbeit krank. Ich gebe mal die Hoffnung nicht auf. Die Unzufriedenheit geht zwar hoch, das ist klar. Aber ich gebe denen noch mal eine Chance, bevor wir sie verbannen. Meine Philosophie jedenfalls immer. Okay. So, Pause. Nee. Ja doch, Pause möchte ich ganz gerne haben, denn... Ja, das ist halt doof hier, ne? Die Kampfarena hier ist richtig mies gebaut von mir. Auch diese Ecke hier ist die pure Hölle. Hier könnte so ein Turm rein, ne? So ein Wachturm, wenn ich den einbauen würde, beispielsweise. Das tut aber nichts zur Sache. Was ist das hier? Das ist ein Haus. Darf ich das nochmal abreißen? Es tut mir zwar leid, das jetzt zu tun, aber ich würde auch nochmal eine Kampfarena neu bauen wollen. Die würde ich dann vielleicht sogar eher irgendwie hier so reinknallen. Und sobald das getan ist, können wir dann noch weiter schauen. Wie viele Unterkünfte? 78, das ist gut. Zack. Das ist ein Zelt mit ja, beschissenen Bedingungen. Weg damit. So, das wird erstmal mehr oder weniger erstmal mein täglich Brot hier, was ich hier gerade mache. Damit wir hier erstmal ein bisschen Grundordnung reinkriegen. Aber wie wir sehen, sind auch schon viele Leute überhaupt generell auch schon längst ausgezogen. Aber das ist auch schon ganz gut. Das heißt, die Leute suchen sich schon die bessere Wohnung ja auch. Was aber nicht pauschal passiert, komischerweise. Ich weiß nicht, wonach sich das richtet bei dem Spiel. Aber egal.
Wir sorgen erstmal dafür, dass wir die ganzen bescheuerten Dinge, die uns erstmal hinderlich sind, dass wir die erstmal optimieren, damit wir weniger Kranke haben überhaupt generell. Und alles Weitere können wir dann ja gucken. So, hier sind 10 Leute. Raus mit euch. So, haben wir jetzt Obdachlose? Jetzt haben wir sogar Obdachlose. Interessant. Warum steht denn das Gebäude da noch? Das wollte ich doch abreißen. Weg damit. Diese Straßenführung. Alter Verwalter, ich krieg da immer noch einen Föhn, wenn ich das sehe hier. Hier müssen wir eine Verbindung, glaube ich, machen. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Aber diese Verbindung hier ist kompletter Käse hier. Die verbindet ja auch eigentlich ja mal gar nichts, muss man ja dazu mal sagen. Weg damit. Das Gebäude wird abgerissen, meines Erachtens hier, oder? Ja, das war ein Haus. Genau, das habe ich ja abgerissen. Hm. Hier ist alles gut, außer diese Straße hier. Die ist auch wieder komplett lost. Ah, okay. Verstehe. Dann können wir die Verbindung nämlich nochmal neu nutzen. Zack, zack. Das heißt, wir haben jetzt nochmal die Möglichkeit zu sagen, das ist ja die Mitte, ne? Hm. Zack. Zack. Ja, wir bauen eine ganze Menge und reißen auch eine Menge ab. Das ist natürlich doof, weil wir das tagsüber machen. Aber trotzdem, wir haben momentan alles. Krankenhäuser funktionieren. Wir müssen nicht sparen. Die Forschung wird natürlich, hört leider schon auf. So Leute, kommt, baut, 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 baut. Haus, zack, drinne. Das ist die Kampfarena, die wir da drüben abgesetzt haben. Das heißt, die Straße da hinten kann jetzt auch schon mal weg. Weil sie einfach mal gar nichts bringt. Und auch diese Straße hier kann weg. Das heißt, wir haben noch mehr Häuser, die wir bauen können. Hier lassen wir Platz frei, hier lassen wir einen Platz frei. Würde ich sagen. So, eine Sache würde mich jetzt mal interessieren. Wir sehen ja hier diesen Knick von der Straße. Beeinflusst der das Gebäude generell? Wir haben ja jetzt grob gesehen, wie das jetzt aussah eben. Jetzt gucken wir nochmal. Ja, ist kleiner, schmaler. Ich sag's ja, Leute, es ist zum Hühnermelken. Haus können wir nicht bauen, weil... Stahl. Okay. Aber wir können jetzt mal gucken, dass wir die Straßennetze hier mal ein bisschen besser legen. ...18 freie Betten, das ist nicht viel. Da müssen wir jetzt wieder gucken, dass wir uns mehr Gebäude sichern. Aber wir kriegen jetzt auch gerade keine Rohstoffe. Das ist ja das große Problem, was wir jetzt erstmal haben. Wir können aber ein Gebäude jetzt noch abreißen, was kühl ist. Und hier haben wir noch genügend Zelte. Ihr könnt raus, Leute. So. Okay, ich gehe jetzt schon mal selig davon aus, dass wir bald einen Temperaturunterschied kriegen werden, was uns nochmal die Situation verschlechtern wird. Dampfkerne und Stahl. Die rostigen Überreste einer unserer Land-Dreadnoughts. Wir haben so gut wie alle nutzbaren Materialien daraus entfernt. Da wir möglichst schnell Stahl für den Bau beschaffen mussten, haben wir ein paar schwere, erreichbare Teile zurückgelassen. Jetzt können wir sie erreichen und einige Materialien bergen. Und wisst ihr was? Ihr könnt wieder zurück. Ihr müsst zurück. Das ist gut. Das ist gut. Weil das Stahl, den Stahl und diesen Dampfkern brauchen wir dringendst. Unbedingt. So, die Kohlemine lasse ich jetzt nochmal so pauschal erstmal. Wollen wir boosten? Ich müsste eigentlich wieder, ne? Ich müsste eigentlich wieder boosten. Boah, etwa 2 Tage? Uff. Wo ist denn unser Krankenhaus jetzt eigentlich, was ich gebaut habe? Ich und mein Überblick hier, ne? Da. Wie lange seid ihr denn da am Start? Hm,
auf dem Weg zur Behandlung auch 8 Stunden, 4 Stunden. Uiuiuiui. Ja, die Kranken müssen wir runterkriegen. Die Hoffnung steigt dann ja auch irgendwann. Da müssen wir gesetztechnisch jetzt auch mal so langsam was machen, weil ich glaube nicht, dass es clever ist, dass wir da so lange darauf warten, sage ich jetzt mal. Und wir haben halt extrem viele Kinder. Ich meine, umso weniger Mäuler wir haben, umso weniger müssen wir machen. Aber ihr seht, schon wieder einer gestorben. Weil sie halt auch schwerst krank sind. Ich würde fast schon sagen, wir können uns das gar nicht erlauben, keine Krankenhäuser mehr zu bauen. Genau diese eine Sache, die wir jetzt ja noch kriegen. Also diese eine, ihr wisst schon. Ich würde noch ein Krankenhaus bauen. Also damit plane ich jetzt aber diesen Dampfkern jetzt schon mit ein. Wenn wenigstens die Kinder sterben würden, dann wäre das ja nicht so wild. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ach, da stand er eben. Letzte Warnung, verzweifelte Einwohner. Sir, die Einwohner sprechen offen über ihre Pläne. Sie stürzen ihre Hoffnung berauben. Sehen sie die Zukunft in unserer Stadt und sie geben ihnen die Schuld. Was sollen wir mit ihnen machen? Wir müssen noch ein paar Tage durchhalten. Ja, die Hoffnung ist jetzt komplett im Arsch. Das ist schon mal scheiße. Habe ich eigentlich das Wirtshaus nochmal gebaut? Mir kommt das gerade alles so düster vor. Einwohner. Ja, da hinten haben wir doch eins. Es reicht denen wohl nicht. Vielleicht denke ich auch zu groß mit diesen Dingern hier. Vielleicht sollte ich einfach nur Baracken bauen und danach einfach gucken, was geht. Aber ich finde, die Krankenhäuser müssen jetzt erstmal funktionieren. Das ist erstmal das größte Clou, damit diese Zahl hier absolut verschwindet. Weil wir, wie wir sehen, die werden alle krank bis zum geht nicht mehr. Und so richtig was gegen tun kann ich momentan nicht. Drei sterben. Kind, Arbeiter, Arbeiter. Arbeiter tun am meisten weh, Kinder nicht so. So unmenschlich es klingen mag. Drei Tage Behandlung, überlegt man. Das kannst du nicht leisten, das ist ja ein Witz. Selbst das hier, so viele Stunden, das ist ein purer Witz. So, wir lassen die Nacht mal ein bisschen schneller von dann ziehen. Noch einer gestorben. Noch einer gestorben. Noch einer gestorben. Eine Dankaussagung. Der Doktor hat die Amputation an verlassenen Patienten durchgeführt und hat eine Nachricht. Vielen Dank, dass ihr Höllenschmerzen war. Alles klar, das konnte ich mir nämlich schon fast denken aus dem Vorszenario, dass das so ist, wie es ist. So, diese Sammelstelle sammelt gar nichts mehr. Heißt Abriss. Hier arbeitet einer zu wenig. Rein damit. Aber trotzdem haben wir hier noch kleine Depots. Also das heißt, wir müssten hier vielleicht noch eine Sammelstelle bauen. Ja, hier ist eine ganze Menge sogar. Sehe ich jetzt erst. Ah, sowas mag ich ja nicht, ne? Diese zwei hier unten. Kotzt mich das an. Klar, ich könnte hier einen machen und da einen machen. Nee, kann ich auch nicht. Lol. Ja. Aber wenn ich die Straße hier abreiße, dann könnte ich es tun. Das machen wir sogar. Finde ich nämlich absolut unschön. So, Speer erforscht. Wir müssen das nächste forschen. Und ich würde sagen, mehr Speer ist schon mal gut, damit wir mehr Sachen kriegen. Verbesserter Heizkörper. Ja. Was haben wir denn noch nicht? Die Fabrik, ja. Rohstoffdepot, Sammelstelle, Wärmedämmerung. Dämmerung ist auch schön. Eigentlich der fliegende Jäger, ne?
Moment, bevor wir das forschen, obwohl, nee, wir können uns nicht erlauben, wir können es uns nicht erlauben, unsere Forschung nicht zu laufen lassen zu sollen. Ja, Alter, Sprache ist auch wieder komplett lost. So, für eine Sammelstelle brauche ich ja wohl nicht. Natürlich braucht man dafür auch noch Stahl. Das ist keine Sammelstelle. Dankeschön. So. Ich weiß, es ist doof, das hier so zu bauen, aber nichtsdestotrotz machen wir das jetzt erstmal so. Dann haben wir hier die ganze Geschichte auch schon mal weg. Die Sammelstelle ist auch empty, wie ich sehe. Hier, Kinder, die drei Stahl, die schafft er. Das heißt, das können wir auch abrüsten. Diese Sammelstelle hat auch nichts mehr. Die können wir auch abschmeißen. Wegschmeißen. Sägewerk. Da wird aber gearbeitet. Also bald, gleich, oder? Außer Betrieb. Keine sammelbaren Rohstoffe in Reichweite. Ach so, das ist ein Sägewerk, was Holz braucht. Ja, verständlich. Abriss. Bringt gar nichts mehr. Haben wir denn überhaupt noch Holz irgendwo? Naja, hier oben so vereinzelt. Ich muss mal gucken. Ja. Fühlt sich alles nicht so sexy an hier, muss ich sagen. Aber so könnten wir so ein bisschen Holz mitnehmen hier. Ist egal, wie wir es drehen. Ich glaube, dann mache ich so. Erstmal. Damit wir erstmal noch Holz haben. Weil Holz ist wirklich ein Problem auf Dauer. Hier hätten wir auch nochmal Holz. Das sollten wir mitnehmen, habe ich so den Eindruck. Wir können uns das hier echt nicht erlauben, das Holz liegen zu lassen irgendwie. Ist jedenfalls so mein Eindruck. Vor allem hier unten haben wir so viel. Aber ich sehe gerade, ich kann hier gar nichts mehr bauen. Weil... Was sind das hier für Gebäude? Weil hier ein Wirtshaus steht. Vielleicht müssen wir das Wirtshaus auch nochmal umdisponieren. Ich baue jetzt trotzdem erstmal das Sägewerk hier hin. Wie, du hast keine Straßenanbindung. Achso. Ja, hast du wirklich nicht. Dann so. Das haben wir erstmal. Die Forschung läuft. Ich warte jetzt auf das nächste Krankenhaus. Weil das fällt uns auf lange Sicht definitiv auf den Kopf. So, wo hatten wir denn das erste Krankenhaus? Das war ja hier drüben. Naja, ich finde es auch nicht so geil, dass wir das jetzt hier so frei haben. Aber ich könnte es auch wiederum hier hinsetzen. Aber eigentlich ja hier, beziehungsweise auch da würde es noch gehen. Ach, guck mal, da würde es auch noch nebenpassen. Reicht das denn auch für noch ein Gebäude daneben? Es sieht nicht so aus. Die Frage ist, wie wollen wir den Platz sonst noch anwenden? Aber hier oben könnte es auch noch hinpassen. Das wäre doch noch in Reichweite, oder? Ich sehe leider den Radius nicht. Das missfällt mir hier. Ist mir jetzt auch erstmal Wurst, denn ich baue es hin, weil wir... Ja. Sammelstelle erschöpft, das hätte ich auch so sehen können. Okay, weiter geht's. Und wir können uns jetzt auch noch um das hier kümmern. Und hier oben ist halt das pure Chaos. Da müssen wir mal gucken, dass wir hier diese ganzen Ruinen irgendwo... Wo waren die denn nochmal? Ich gucke nochmal ganz kurz wegen Sammelstelle. Was war jetzt wahrscheinlich gar nicht. Doch, können wir... Hier haben wir nämlich noch ganz viele. Tja. Ah. Ja, denn. Würde ich das da reinhauen, oder? Dann ist das nämlich auch weg. Die Sammelstelle. Okay, gut. Das heißt, das wird gebaut. Das Krankenhaus wird gebaut. Hier wird eine Sammelstelle gebaut. Da wird nochmal ein Sägewerk gebaut. Und wir können jetzt neue Gesetze entschließen. Gebetshäuser. Neue Fähigkeit. Predigt. Gebetshaus der Tempel. In der Nähe der lebenden Einwohner treffen sie sich zum Gebet, was ihre Hoffnung steigt. Das machen wir.
Dafür brauchen wir 10 Stahl. Uiu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 i. Aber wir bauen da jetzt auch welche von. Ob wir wollen oder nicht. Wie groß sind denn die Gebäude? Ach ja, klein. Okay. Warum hat das eben irgendwo gepasst? Kann mir das jemand erklären? Warum hat das eben gepasst und vorher nicht? Das ist ja mal richtig mies. Weil ich hätte das ganz gerne irgendwie hier drinne und da drinne. So zwei Stück irgendwie so zentral irgendwie. Da, jetzt passt's rein. Warum passt es jetzt rein? Und warum passt es hier dann? Ah! Holla die Waldfese. Ja. Bauen wir. Dann können wir nämlich ein bisschen predigen. Das brauchen wir dringendst. Die Stallruinen müssen wir jetzt auch mal so langsam auf den Weg kriegen. Aber die sind noch nicht besetzt, oder? Speereinheit ist zurück. Dankeschön. Darauf warte ich schon den ganzen Tag. Und wir schicken... Nee, dann... Jetzt habe ich den da hingeschickt. Wie lange braucht er dafür? 5 Stunden. Na ja, gut. Dann kann er ja dahin oder dahin. Zerstörte Unterkünfte. Vielleicht ist es da sogar besser. Moment. Geh mal da bitte hin. Ist doch besser. 22 Stunden. Na, wenn's ja sonst nichts ist, ne? So, die Einwohner sterben wieder wie Fliegen. Immer wieder erfreulich zu sehen. So, die Sammelstelle. Da müssen Arbeiter rein. Das ist alles Holz. Okay. Hier ist eine Sammelstelle. Warum habe ich da eine Sammelstelle gebaut? Weiß man das? Okay. Wir spulen mal vor. Das Gebetshaus ist... Wir beten mal alle. Und wir werden noch ein Gebetshaus bauen. Da, das meine ich. Warum geht's da jetzt auf einmal nicht mehr? Ach, weil wir es gedreht haben, oder was? Kann man das denn rotieren? Wie konnte man denn nochmal rotieren? Man konnte doch Gebäude irgendwie rotieren, oder nicht? Weil da hat's ja geklappt, komischerweise, dass er das so seitlich anlegt. You know what I mean? Das würde ich nämlich ganz gerne da nämlich nochmal genau so haben wollen. Aber ihr seht, jetzt macht das wieder nicht. Deswegen, ich war gerade überrascht, dass das einmal gemacht hat. Oder eher, wir rotieren? Nee. Ich würde es ganz gerne da hinknallen. Da war ja der Platz eigentlich, oder? Wurde jedenfalls gesagt einmal, wo ich das da hinknallen wollte. Jetzt will das natürlich nicht, ne? Ärgerlich. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken, ob man das nicht einstellen kann. Ich weiß, das ist immer doof, wenn man sowas natürlich mitten in der Aufnahme macht. Rotieren, Kamera rückwärts schleifen, Spielgeschwindigkeit, Spielspeichern, Baufenster, bla 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 bla. Zur vorigen Auswahl, wie das war's? Wärmesicht, Wirtschaft, Gesetzbuch, Baufenster, Spielgeschwindigkeit, Pause, Weltkarte, hinein, so raus, nach links. Nach links drehen, Q und E. Q und E. Ja, das ist die Kamera. Ja, das ist die Kamera. Ja, das ist eine Geschichte. So, okay. Dann mache ich es jetzt anders gleich. Wir haben 35 freie Betten. Das heißt, ich würde ganz gern dann halt das Gebäude abreißen. Ich weiß, es ist ein Haus, es ist doof, bla bla bla. Aber dann können wir wenigstens... dieses Gebäude dahin knallen und ich würde dann auch das Gebäude erstmal abreißen. Ich weiß, das ist alles nicht so vom Vorteil gerade, aber ich habe da eine Idee, die ich ganz gerne dann umsetzen wollen würde. So, hier können wir noch ein Haus hinbauen als Ersatz. Da lassen wir nochmal frei und hier bauen wir eh noch eins hin. Wisst ihr jetzt nicht, warum wir das sparen müssten. So, wir haben 2 Dampfkerne. Wir haben jetzt bald auch noch... So, die 2 werden ersetzt. Das Krankenhaus besetzen. Zack, zack. Und Heizung bitte auch rein. Wir haben ja noch ein 2. Krankenhaus. Was ich auch wieder boosten werde.
Nahrung können wir uns gerade momentan nicht beklagen. Muss immer wieder auf die Uhr gucken. Ich überziehe schon wieder. Aber es ist gerade so spannend. Boosten. 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 Hat man nicht noch ein verstecktes irgendwo? Nee? Nicht? Doch da. Boosten. Boosten. So. Essen weg. Gebetet haben wir alle. Okay. Und die Leute sterben trotzdem noch weg. Es ist zum Hühnermelken. Hier wird schön fleißig Kohle gesammelt, aber das ist auch das Einzige, was da noch gesammelt wird, wohl bemerkt. Und hier haben wir noch eine Ruine, die nicht eingesammelt wird, oder? Die muss weg. Und zwar dringendst. Ach, die wird schon von Kindern weggemacht. Sehr gut. Fliegender Jäger ist erforscht worden. Wunderbar. Das müssen wir machen. Aber die Uhrzeit ist schlecht. Das machen wir jetzt nicht. Das machen wir tagsüber. Am nächsten Tag. Weiter forschen ist wichtig. Ich würde sagen, wir müssen das forschen. Wir haben die Rohstoffe, wir müssen es tun. Mehr Speer hatten wir ja auch. Ich, Hirsch. Das heißt, wir haben noch einen weiteren Speer, den wir dorthin schicken. Das heißt, wir haben zwei Speer on the way. Wir haben hier ein Sägewerk, wo Leute arbeiten, das läuft, das heißt, wir kriegen auch wieder mehr Holz. Diese Sammelstelle, warum habe ich die nochmal gebaut? Kann mir das irgendjemand erklären? Ich glaube, das kann mir keiner erklären, oder? Nee, wurde abgerissen. Okay, cool. Kohle haben wir momentan, wir müssen sie nicht in Betrieb nehmen. Wir müssen sie nicht in Betrieb nehmen. Diese Sammelstelle muss auch befüllt werden, dankeschön. Da sind die Kapazitäten erreicht, das ist okay. Diese Sammelstelle hat wieder nichts zu tun. Abriss. Es wird eigentlich nur noch besser. Wir haben hier unten halt noch extrem viel. Das heißt, wir können da noch eine Sammelstelle hinbauen. Und dann würde ich sagen, dann bin ich erstmal für meinen Teil erstmal durch. Wie viel Holz brauchen wir denn dafür? Oh, okay. Nee, nicht Rohstoffdepot. Also ist auch eine nette Idee, aber da haben wir erstmal Ruhe. Hier eine Sammelstelle wäre ganz gut, glaube ich. Ach, guck mal, hier haben wir ja auch noch so viel für Elefants. Okay, dann dahin. Und dahin. Dann müssten wir jetzt erstmal alles haben, oder? Dann sind die Ruinen schon mal weg. Guti, alles gut. Dann haben wir das erstmal. Ich brauche zwei Gebetshäuser. Oh ja, das sollte ich auch noch tun, bevor mir das auf den Kopf fällt. Ich finde das doof hier, weil das ist wirklich Platzverschwendung, was ich jetzt hier mache. Das ist pure Platzverschwendung. Hier klappt's. Ja, da passiert das, dass es gedreht werden kann. Ha! Jetzt macht das, ne? Okay, nicht aufregen, immer schön durch die Hose atmen. Okay, gut, damit mache ich jetzt hier den Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ja... Bleibt gesund und munter, euer Capella. Tschüss mit euch.